Hi Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Wir fahren nun einmal mit dem Aufzug nach oben, um uns unser Dank abzuholen vom alten Luminos, heißen sie ja, glaube ich. Ich habe den Namen schon wieder nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, so ähnlich war das, dass die zweite Energie hergestellt wurde. Wir haben zwar schon Zugang zur dritten, aber ich denke mal, dass mit ihm vorher zu quatschen jetzt nicht so schlecht wäre. Der Tempel von Torvus ist abermals erstrahlt. Nur ein Tempel noch entbehrt dem das Licht des Äther. Du sprichst ja so. Ich habe auch schon wieder eine Sprache oder Stimme für den, weil ich mir nie merken kann, wie ich den sprechen sollte. Ich auch immer noch nicht sicher bin, wie man so ein Insektenviech richtig sprechen soll. Brich auf zu unserer Festung hoch oben in den Felsen. Oh. Canyon-mäßig oder was? In der Festung findest du den letzten Tempel. Suche dort nach Wissen, bevor du in das Nest der Ing eindringst. Doch geht es, die Festung mit Obacht zu beschreiten. Ein Ort, der einst unter dem Schutz der Maschinen stand, die wir erschufen. Nun sind sie nur mehr verdorbene Sklaven der Ing. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Okay, also kein Canyon, sondern eher ein Maschinenlevel, wie es aussieht. Unser Ziel rückt stetig näher. Möge das Ziel des Aethers dich auf deinem Weg geleiten. Das Licht natürlich, nicht das Ziel. Ist ja auch egal, ich quatsche eh nur normalen Bullshit. Du weißt eh schon, einfach vorwärts und in Sackgassen und neue Updates, wie immer. So, uns fehlt noch der Spider-Ball. Uns fehlt vermutlich noch eine Sicht, wenn ich das hier richtig sehe. Uns fehlt noch ein Beam, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich der Licht und Finsternis kombiniert. Also wahrscheinlich verschießen wir mit einem Schuss beide Munition dann. Und was fehlt uns dann noch? Uns fehlt noch vermutlich ein neuer Suit. Ich kann ja mit dem Lichtsuit rechnen, ich meine, wenn wir jetzt schon den dunklen Suit bekommen haben. Und die Powerbombe natürlich. Das könnte alles sein. Sind hier auch ein paar Sachen dann. Sollte ja reichen für ein Level. Also, auf geht's zur Festung in den Bergen. Geht aber nach unten und nicht nach oben. Wahrscheinlich müssen wir den Aufstieg jetzt selber schaffen. Tempelanlagen, mal wieder Overworld, die uns dann irgendwie nach oben führen sollten. Oh, warte mal, waren wir hier nicht schon mal? Waren wir hier definitiv schon mal? Oder? Ja, wir waren hier schon mal. Gibt es noch ein grünes Tor. Es macht eigentlich nur Sinn, da hinten zum Ü zu kommen irgendwie. Alles andere haben wir schon gesehen. Gelbe Tür nach wie vor nicht machbar, also geht hier eigentlich nur hinten beim Ü weiter. Dann lass mich mal zum Ü gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns das Portal da weiterbringt. Wobei könnte natürlich sein. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber wir machen es erstmal so. Okay, hier geht's nach oben oder nach unten. Flappobeam. Oder was? Existenz eines Steuersystems. Oh shit, wie konnte ich den Kram denn nochmal drehen? Also ich muss das ja wahrscheinlich runter machen oder hier rüberfahren, damit die Kanone mich in die andere Richtung schießt. Ich kann ich nicht scannen. Doch, kann ich. Wie mache ich das runter? Oh, shit. Joa, gut, ich gehe dann doch mal lieber in die Finsterwelt. Und guck mal, ob ich damit hier irgendwie weiterkomme. Ja, ich weiß auch genau, wo ich hier bin. Das war ganz am Anfang des Spiels, wo wir uns jetzt gerade befinden. Aber
War damals das Portal da schon da? Und ich konnte es einfach nicht nutzen, oder ist das Portal jetzt neu? Vermutlich war es schon da und ich konnte es einfach nur nicht nutzen. Aber damals noch keinen Darkbeam-Schuss hatten. Aber wie gesagt, nach wie vor hätte man hier eigentlich schon längst hingekonnt. Irgendwo hier muss man ja den Grapple-Beam oder irgendwas anderes nutzen. Eigentlich hätte sogar die Finstersicht, weil man muss ja den Boss besiegt haben, um hier weiterzukommen. Gut. Auf jeden Fall können wir hier den Grapple-Beam benutzen. Das konnten wir vorher nicht. So, und jetzt... Ah, sehr schön. Hier konnten wir vorher nicht weiter. Aber was zum Teufel bist du? Kommando-Pirat. Du bist ein Metroid, ne? Okay, Talon-Metroid. Sind aber nicht auf Talon. Was machen Talon-Metroids hier? Wenn wir nicht auf Talon sind. Das schaffe ich nicht, weil ich zu spät gesprungen bin. Ach, fuck off. Verpiss dich. Wie ich diese Metroid-Viecher hasse. Oh Gott. Metroid sind die schlimmsten Gegner, die ich jemals in irgendwelchen Spielen begegnen durfte. Oh, ich hasse dich, Metroid! Ich hätte es rüber geschafft, wenn du mir nicht im Weg gesprungen wärst. Ah, ich hasse Metroids. Verpiss dich. Als ob diese ganze Finsterwelt-Kacke hier nicht nervig genug wäre, dass wir dauerhaft Leben verlieren. So, jetzt lass mich da drauf. Okay. Nein. Lass mich darüber. Was gibt's hier? Nur ein Missile-Container? Ich hasse euch alle. Für einen Missile-Container. Verpiss dich doch. Ah, ich würde hier sterben. Ich konnte nicht speichern seit dem letzten Mal. Ich würde alles nochmal neu machen müssen. Ich werde den kompletten letzten Part nochmal neu machen müssen, weil ich seitdem nicht gespeichert habe. Bitte. Nein. Bitte setz mich drüben wieder hin. Oh, fuck off. Ich werde es nicht schaffen. Nein, Metroid, ich hasse dich! Okay. So, wo muss ich hin? 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 Map. Lila Tür. Lila Tür ist vielversprechend. Also, zur lila Tür. Hallo? Ah, warte, die ist schon offen. Bist ja gar nicht die lila Tür. Ist die hier? Hier, lila Tür. Okay. Bitte lass mich zu dem Speicherpunkt. Bitte lass mich zu einem Speicherpunkt. Oh, kein Schutz vor lokaler Biogefahr. Nein! Ich bin tot. Oh shit, oh shit, oh shit. Und hier ist kein Safe-Punkt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tot. Und alles wieder von vorne. Yes! Geil! Ich habe wirklich am Anfang des letzten Parts zuletzt gespeichert. Ich habe den Grapple-Beam zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Oder? Vielleicht habe ich den Grapple-Beam, aber ich kann alles nochmal neu machen. Alles! Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr! Ich habe einen Schlüssel! Juhu! 2 Stunden nochmal neu spielen! Ich freue mich! Dieses Spiel ist scheiße! Es tut mir leid, aber das ist gerade sowas von... Wieso kann man denn nicht nach einem Boss wenigstens einen automatischen Speicherpunkt oder so einführen? Das ist doch zum Kotzen! Ernsthaft, der Boss hat eine halbe Stunde gedauert. Den darf ich jetzt nochmal komplett neu machen und die ganze Scheiße hier auch nochmal sammeln? Das ist doch das Dümmste, was ich hier erlebt habe. Okay, alles klar, das war's dann heute mit den Aufnahmesessions von Metroid.
Eigentlich wollte ich jetzt noch 3, 4 Parts aufnehmen, aber da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Deswegen, ja, das war's dann wohl erstmal wieder mit Metroid. Super, dann kommen wir heute wohl nicht mehr voran. Bis zum nächsten Mal, wir haben jetzt 10 Minuten. Ich muss das irgendwie merken, dass ich jetzt 10 Minuten aufgenommen habe und in der nächsten Session nur noch 20 Minuten Dinge. Das wird so nervig, ich habe keinen Bock. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon wieder dumm. Nicht bis zum nächsten Mal, bis gleich, wenn ich dann vielleicht irgendwie wieder gute Laune habe. Das ist echt so dumm in Metroid. Das regt mich richtig krass auf. Hi Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Ich habe jetzt mal diese 40 Minuten nachgespielt, habe auch die Messercontainer aus der Finsterwelt geholt und es geht tatsächlich in der hellen Welt hier weiter, denn ich bin zum Glück noch einmal in diese Sicht hier gegangen, weil ich mir schon irgendwie gedacht habe, es muss hier, wenn dann mit dieser Sicht irgendwie weitergehen, wenn man die erst nach dem Boss bekommt. Und tatsächlich ist es so, damit kann man dieses Tor öffnen und zurück zu einem sehr, sehr frühen Anfangsgebiet des Spiels kommen. Ich weiß nicht, ob man über die Map auch irgendwie da rechts rum hätte gehen können. Eigentlich müsste das ja möglich sein. Aber, kein Plan. So geht's auf jeden Fall. Und somit kommen wir auch hier hin. Und guten Tag, mein Freund. Ich habe eine ganze Menge nicht gescannt. Können wir mal kurz machen, wenn wir schon mal dabei sind. Eigentlich wollte ich dich scannen. Und dann das noch. Und dann die noch. Und dann der, der da drauf liegt noch. Wenn er innerhalb der Reichweite wäre. Hallo, ich möchte gerne den das. Ist ja egal. Kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus. Ich kann die ignorieren. Okay. Dann scannen wir mal dieses Tor. Um einen neuen Weg zu eröffnen. Ich habe jetzt keine Chance gehabt, oder ich habe bestimmt die Chance gehabt, aber ich habe leider keinen Speicherpunkt geholt, seitdem ich wieder aus dem letzten Gebiet raus bin. Von daher sollte ich ein bisschen aufpassen. Könntest du mich in Ruhe lassen? Das wäre voll nett. Was zum Teufel ist das? Okay. Kein Plan, aber wir kommen auf jeden Fall in Robotergegenden, was hier wohl nicht so ganz falsch sein kann. Mal wieder ein bisschen Geschichte scannen hier. Wir sollen ja in irgendwelche kolonialisierten Gebiete oder wie auch immer das hieß. Irgendwelche Roboterfabriken, die sich jetzt gegen die eigenen Bewohner gerichtet haben, gehen. Also wir scheinen hier richtig zu sein und werden jetzt vermutlich diese Katakomben, hießen sie ja, glaube ich, betreten und damit die dritte Welt. Puh. Bislang gab es am Anfang von jedem Level ziemlich frühen Speicherpunkt. Ich hoffe, diese Thematik behält man bei. Das würde mich sehr freuen. Warum scanne ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ich weiß doch, dass ich eh nicht mehr 100% kriegen kann, weil ich ein paar Bosse nicht gescannt habe. Aber mein Gott, wie gesagt, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das auch mal schnell. Ich kann ich nicht kaputt machen, okay. Wir gehen mal weiter und das sieht schon ziemlich cool aus hier. Also es ist auf jeden Fall eine Settings-Umgebung, wo ich sagen muss, grafisch macht es ordentlich mehr her als andere Gebiete des Spiels. Ich habe ja in vielen Gebieten gesagt, dieses typische, was man auch aus diesen alten GameCube, PS2, Xbox 1 Spielen kennt. Ich sag jetzt hauptsächlich nicht Xbox One, weil das wäre was anderes. Also aus diesen etwas älteren Spielen, wenn sie versucht haben, auf Realismus zu machen, dann hat man halt sehr oft matschige Sachen, sehr oft braun, dunkelgrün, graue Umgebung gehabt und so weiter und so fort, was, weiß ich nicht, für mich immer so ein bisschen abschreckend war, aber wie gesagt, anders, es war eben das Einfachste, um damals relativ schnell realistische Gegenden zu machen. Weil grafisch ging eben noch nicht ganz so viel. Und von daher bin ich das gar nicht anders gewohnt. So war es ja bislang in dem Spiel hier auch. So war es auch in den alten God of War-Teilen und in den ersten Halo-Teilen und so weiter und so fort. Aber
Das Gebiet hier hat mich bislang positiv überrascht. Weil es nicht ganz so grau, grün, dunkelgrün, matschig ist. Sondern ein bisschen hübscher. Ich bin in der Hoffnung, dass man in der Wii-Version dann eine Konsolengeneration später auch ein bisschen mehr rausholen konnte, auch wenn die Wii nicht wirklich viel stärker waren. Die geheiligte Festung! Oh mein Gott. So abwechslungsreich hübsch das hier auch aussieht. So viele Probleme habe ich jetzt auch schon, wenn ich das Level-Design da vorne sehe. Meine Fresse, sieht das unschön aus. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ihr nervt. Hau ab, bitte. Jetzt fängst du mit so einem Schutzschild an, oder was? Okay, dann nehmt mal das. Wo kommen diese ganzen Weltraumpiraten denn hier? Hier ist doch eigentlich nur ein Schiff abgestürzt. Oder waren die hier schon vorher? Ich meine, die müssen, haben hier richtige Basen und Co. errichtet. Also es kann ja nicht nur dieses eine Schiff gewesen sein. Die wollten wahrscheinlich tatsächlich hier hin und sind hier nicht einfach nur abgestürzt. Dann wollten sie ihren Kumpanen hier hin. Aber ich bin mir... Also die sollten ja eigentlich mit dieser ganzen Sache hier nichts zu tun haben. Warum kommen Schüsse von hinten? Wie bist du hinter mich gekommen? Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Ich habe schon wieder relativ viel gemacht. Es kam nur kein Speicherpunkt bis jetzt. Stirb bitte. Okay, ich muss euch aber eh alle killen, ansonsten geht das Tor nicht auf. Und du noch. Also klar, dass du den Scheiß-Shit jetzt rausholst. Meine Fresse. Okay. Scannen und das Ding noch. Von dieser Seite aus nicht möglich. Alles klar. Also ein Schalter, den wir brauchen. Hallo? So. Ja, okay. Ich gehe erstmal durch die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Das sollte jetzt das Sinnvollste sein. Was ich jetzt auch rausgefunden habe, ist, dass wenn ich jetzt einfach einmal kurz Plus drücke, dass ich wieder zurück zur Standardauswahl komme, nämlich zum Powerbeam. Auch Dinge, die ich vorher nicht wusste. Die das Ganze ein bisschen erleichtern. Schild kann ich gut gebrauchen, vielen Dank. Lass mich in Frieden. Ich dachte, ich könnte mit dem Ding hier irgendwas anfangen, aber scheinbar nicht. Ich habe auch den ganzen Scheiß noch nie gescannt, ne? Ich weiß gar nicht, müsste man, wenn man die 100% anpeilt, müsste man denn dann sogar wirklich jedes einzelne Item, bevor man es einsammelt, auch scannen? Also wie zum Beispiel den Raketenwerfer und Co. Also ich habe halt schon gehört, dass die 100% hier, wenn man es nicht kennt, teilweise unfassbar schwierig sind, weil wenn man eine Bossphase verpasst oder irgendein Item mal verpasst, dann ist er durch, dann kann man die 100% nicht mehr schaffen. Deswegen habe ich es mir von Beginn an gar nicht erst vorgenommen. Steht doch auf, oder? Steht doch früher oder später auf, das weiß ich doch. Okay, was mache ich mit dir? Ein Steuersystem hin, aha, okay. Also wieder diese Sicht hier. Das muss ich mir jetzt angewöhnen. Als ich das öfter mal mache. Was zum Teufel bist du? Okay, du kannst ein Schutzschild rausholen. Vielleicht kann ich dich einfach ignorieren, das wäre sehr schön. Ah, du schießt mich ein bisschen sehr unschön ab. The fuck? Z, A und B zum Neustart, das ist... Oh Gott, das war so ein EMP-Beam, oder? Cool gemacht. Ich dachte eben erst, meine Verbindung hier bricht gerade ab, also meine Wii-Verbindung. Weil ich auch nicht mehr wirklich steuern konnte und so weiter und so fort. Aber einfach unser Rüstungssystem ist eben einfach runtergefahren, weil der so ein EMP-Beam oder sowas ausgestoßen hat.
Nette Idee. Mir gefällt das Level bislang ganz gut. Ich sollte mich vermutlich außerhalb von diesem Ding aufhalten. Hallo? Okay, ich glaube, wenn wir nicht entdeckt worden wären, wären wir hier so durchgekommen. Okay, unverwundbar, während du spinnst. Der Kopf ist down, damit müsstest du es ja eigentlich nicht mehr sehen, oder? Einfacher gesagt als getan. Lass mich durch! Moment, ist es blau? Wir haben blau noch nicht. Ah! Lass mich bitte! Ich weiß nicht, wie ich dir Schaden machen soll. Kann ich nochmal kurz? Okay. Auf Nahkampf spezialisierte Haupteinheit. Unterseitiges Abluftsystem lässt sich mit Hilfe von erschütternden Attacken beschädigen. Rotationssequenz kann mittels Boost-Attacke abgebrochen werden. Okay, erschütternde Attacken. Ist sowas hier? So, damit können wir den Scheiß abbrechen, ja? Ah, okay, und ich habe dich jetzt dagegen die Wand gedonnert. Gut, ich verstehe. Müde. Mach dein Schild weg. Oh Gott. Ich habe kaum noch Raketen. Noch so ein Ding? Ja, nee, ist klar. Okay, ich mag dieses Level nicht. Ich hätte sehr, 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 sehr gerne einen Speicherpunkt hier irgendwo. Okay, ich komme da aktuell nicht hoch wegen diesem Ding. Beziehungsweise kann mich das halt momentan nicht wirklich irgendwie dahin schießen, wo ich hin will. Das heißt, entweder schalte ich das aus oder ich muss was ganz anderes anfangen. Ich komme aber auch so dahin, wo es mich eigentlich hingeschossen hätte. Also ich weiß nicht genau, wozu diese Abschussstation da unten jetzt da war. Ich hasse dich. Okay. Was sagst du, Map? Wir haben unten eine rote Tür, die ich nicht genommen habe. Die hätte uns bestimmt zum Speicherpunkt geführt. Deshalb gehe ich noch einmal schnell runter. Also, da. Und es ist tatsächlich ein Speicherpunkt. So, wie gesagt, den wollte ich sehr, sehr gerne haben, weil wir haben jetzt negative Erlebnisse in der letzten Aufnahmesession gemacht. Und da wäre es sehr praktisch, wenn wir die nicht erneut haben. Beziehungsweise gar nicht in der letzten Aufnahmesession, sondern sogar noch in diesem Part haben wir sehr negative Erlebnisse gehabt. Am Anfang dieses Parts, deswegen muss ich auch darauf aufpassen, dass ich nicht zu lang mache hier. Also lebt jetzt hier alles wieder? Vermutlich ja, oder? Ich habe ja den Raum verlassen. Oder zählt dieser kleine Speicherraum da nicht als eigener Raum? Scheinbar nicht, weil nichts respawned ist. Das gefällt mir. Das ist sehr gut. Also, dann ganz normal wieder hier hoch. Und dann haben wir eigentlich nur einen Weg, weil wir können hier keine gelben Türen öffnen. Ich finde diesen Turm unfassbar verwirrend bislang. Aber bislang gibt es auch nur einen relativ offensichtlichen Weg. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Okay, was kann ich mit dir anfangen? Gyroskopisches System aktiviert. Okay, wir haben also irgendwas aktiviert. Das ist cool. Was zum Teufel? Ist nicht verwirrend oder so hier alles? Nein. Hilfe! Ich meine, die Entwickler werden sich sicher irgendwas dabei gedacht haben, als sie all das hier entwickelt haben. Ich habe keinen Plan, was. Okay, was sagt Map? Was ist über Übersetzung? Genau, das war blaue Übersetzung, Modul. Konnten wir bislang noch nichts machen. Aber
gibt keinen anderen Weg. Wir können die Gebetür nicht öffnen. Wir können keine blauen Übersetzer benutzen. Und das heißt, es gibt keinen anderen Weg aktuell, außer hier irgendwie weiterzukommen. Ah. Sehr gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Okay. Ja. Was tue ich hier? Also du bist grün. Muss ich dich zünden, wenn du... Ich habe ja Gelb eben einmal kurz angehalten. Das hatte ich ja eben gesehen. Ja, Gelb hält jetzt an. Jo. Ah. Hä? Also Gelb hält an. Ich mache erstmal Gelb. Und dann mache ich schnell Blau. Dann mache ich schnell Rot. Und dann mache ich schnell Grün. Das war jetzt geraten. Ich habe einfach nur gesehen, dass Gelb anhält. Und habe deswegen halt einfach gemerkt, okay, Gelb-Grün funktioniert nicht, Gelb-Rot funktioniert nicht. Dann funktioniert sicherlich Gelb-Blau. Und da die nicht lange anhalten, habe ich dann halt gedacht, bis zu Grün rüber schaffe ich es nicht. Also muss ich Rot vorher nehmen. Und das hat funktioniert. Oh nee. Du stehst auf, ich weiß es. Du bist eine Spider-Bauschiene. Mach mal dein Köpfchen weg. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Und da stand doch, dass Erschütterungen ihn was abziehen. Aber beim letzten Mal haben wir ihn gekillt, indem wir ihn zum Drehen gebracht haben, so wie jetzt. Und ihn dann weggehauen haben. Oh Gott, Kamera! Okay, jetzt habe ich es verstanden. Zum Drehen bringen, gegen die Wand schubsen, dann öffnet sich so eine Schwachstelle und die dann kaputt schießen. Puh. Diese Konsole braucht, oder diese Spielereihe braucht ganz dringend einen zweiten Stick. Ich freue mich auf eine Switch-Version. Oh Gott. Ich will nicht. Lass mich vorbei, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Okay, wir wurden nicht entdeckt. Und wir können die Dark World. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber gut. Waren wir jetzt eigentlich schon genug hier? Leider gehört es mit zum Spiel hier. Ich hoffe, dass man dieses Prinzip im dritten Teil nicht wiederverwendet hat. Weil ich es nicht... Ich weiß nicht. Es ist einfach nicht nötig. Man hat eigentlich im Metroid schon genug Wege. Da braucht man nicht nochmal doppelt so viele. Habe ich lieber ein etwas kürzeres Spiel, in dem ich immer wieder neue Gebiete erkunde, als dass ich ein längeres Spiel habe, in dem ich dieselben Gebiete zweimal erkunde, einmal in hell und einmal in dunkel. Hat mich auch bei Spielserien wie Zelda und Mario schon ein bisschen genervt.
meine, wo hatten wir das jetzt? Wir hatten das jetzt in Mario Color Splash neulich und es gibt ja auch einige Zelda-Spiele, in denen man das hat. Beispielsweise in Link Between Worlds oder Link to the Past. Ja, gar kein Eisschuss fällt mir gerade auf. Also eigentlich kann man Metroids hier gar nicht auf reguläre Art und Weise besiegen. Ich hasse dich. Stirb, Metroid. Okay, was zum Teufel ist das? Dunkle Sorgfaltdrohne. Von Finsternis besetzte Wartungseinheit. Einheiten durch Ing-Symbiose an Stärke gewonnen. Ein kraftvoller Stoß. Helle Energie kann ihr Schaden zufügen. Okay, kraftvoller Stoß, helle Energie haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Wir haben einfach nur helle Energie. Wir haben hier bislang. Oh, was? Seit wann können wir denn helle Energie aufladen? Weil wir haben das nicht mitgekriegt. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich nicht wusste, dass das geht. Das hatte ich doch ganz am Anfang mal probiert, das hat nicht funktioniert. Okay, das war jetzt nur für den Missile-Container. Aber gut, dass ich das auch rausgefunden habe, dass man den Dark Beam scheinbar, den Dark Beam und den Light Beam auch aufladen kann. Vielen Dank, du komisches Etwas, dass du uns diese Neuigkeit beigebracht hast. So, was bist du? Ich habe Angst vor dir. Behältnis aus Ingwürmern. Ist zum Glück nicht widerlich. Oh, gegen so ein Standard-Ing haben wir schon lange nicht mehr gekämpft. Ja, Tachchen! Sind Schlüssel. Damit wissen wir schon mal, wo sich der erste befindet. Ich hoffe, wir kriegen den in dieser Aufnahmesession auch noch. Ansonsten habe ich Angst, dass ich es wieder vergessen könnte. Okay, wir müssen irgendwie da rein. Und dafür brauchen wir den Spider-Ball. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Welt 100%ig den Spider-Ball bekommen. Ansonsten würden wir das Ding nicht kriegen. Aber wo soll man den noch sonst bekommen? Ich meine, das ist ja offen, nicht offensichtlich, sondern zumindest vom Spiel wird einem ja so mitgeteilt, als wenn das hier die letzte Welt wäre. Da vorne kommen wir einfach nur wieder in den Portalraum. Das heißt, das hier ist der einzige Weg. Nach wie vor nur ein einziger Weg. Gefällt mir. Dann gib mir mal ein bisschen Lightbeam-Munition. Soweit. Der kann man hier in der Finsterwelt ja immer was anfangen. Oh Gott, es geht weit nach oben. Das Leben nehme ich auch gern mit, denn. Wir haben jetzt zwar einen Speicherpunkt, aber der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Eigentlich müsste ich jetzt langsam den Part beenden. Aber ich gucke mal, ob sich gleich irgendwie noch eine bessere Möglichkeit dazu ergibt. Hier kommen wir auch nur mit Spider-Ball hoch. Das heißt, wir sind ziemlich nah am Spider-Ball. Denn zurück geht's nur mit. Ihr verhindert, dass ich das Ding anvisieren kann. Das finde ich nicht so geil. Euch. Du noch? Na also. Jetzt aber. Okay. Das Gefühl, dass dir das nicht so gut kommt. Und zwar sowas von überhaupt nicht. Das ist gut. Wieder so ein Ding?
Spider-Ball und wie der Boden so komisch aussieht. Was hat der Scanner gesagt? Der Typ verwendet ein akustisches Sicherheitssystem. Zur Interaktion mit diesem System ist ein akustisches Sichtgerät erforderlich. Die Tür wird über Schallimpulse gesteuert. Diese Impulse halten die Tür verschlossen durch Zerstörung der Impulse. Okay, also doch so. Aber wo sind die Dinger? Es wurde doch ganz offensichtlich gesagt, dass ich hiermit irgendwas erkennen kann. Oder brauche ich dafür noch eine andere Sicht? Hä? Zur Interaktion mit diesem System ist ein akustisches Sichtgerät erforderlich. Ich habe kein akustisches Sichtgerät, aber es ist der einzige Weg, den wir haben. Und wir kommen auch nur mit Spider-Man wieder zurück, also es muss irgendwie weitergehen. Tür wird über Schallimpulse... mit Schallimpulsen kann sich die Tür eventuell öffnen, so. Ich hätte jetzt gedacht, dass es damit geht. Aber ich erkenne halt hiermit nichts. Und da oben ist relativ offensichtlich ein Weg, aber da komme ich ja nicht hin. Map. Da ist ein Portal zurück. Ich bin an einem Portal vorbeigelaufen. Okay, mit Hilfe des Portals. Das leider verschlossen ist, aber das kann ich ja bestimmt so öffnen. Ja, okay. Muss ich den ganzen Scheiß dann nochmal aus dem Weg räumen. Hilft es so vielleicht? Boah, könntest du dich jetzt bitte verziehen, danke. Okay, dann so. Oh, dein Ernst. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und Sesam, öffne dich. Ich wollte den Part eigentlich schon längst beenden, aber naja. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Wir sind durch die 10 Minuten vom letzten Mal nicht ganz so gut dabei. Also haben wir schon eine extreme Überlänge, deswegen sollte ich hier nicht zu viel machen. Hier kommen wir auch nur mit Spider-Boy rüber. Ist das dein fucking Ernst? Aber ich kann da unten doch durch. Ja, genau. Hin muss ich durch den Scheiß hier. Die Viecher kennt man auch aus Metroid Prime 1. Nein, ich hasse dich. Und zurück werden wir dann vermutlich den Spider-Boy nehmen können. Ich freue mich. Riechen jetzt endlich? Komm schon. Ach, ist jetzt auch egal. Ich scanne den Rest hier in dem Raum noch und dann sage ich Ihnen, Sie stimmen euch auf jeden Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.